Wir brauchen diese 272,5 Millionen nicht. Deshalb möchte ich die Hälfte davon an die Bürger unmittelbar zurückgeben. Wir sind im Haushalt 4 Leute, also würde sich das auf jeden Fall rentieren. Das ist Bestechungsgeld, reines Bestechungsgeld. Es gibt einfach Dinge, die sind für Geld nicht käuflich. Und dazu gehört auch meine Meinung. Die Vorwürfe Bestechung oder Wählerkauf sind absurd. Ich finde es politisch einfach nicht in Ordnung. Es ist Populismus und es ist auch unseriös. Ich gehe davon aus, in die Stichwahl zu kommen. Und da gibt es ja natürlich nur einen Sieger. Und ich hoffe, dass ich das bin. Dann über den Zebrastreifen drüber. Und noch mal. Bringen. Der Bürger hat im Mittelpunkt der Politik zu stehen und das ist wohl im Rathaus aus den Augen verloren worden und das möchte ich ändern. 7.000. Wir brauchen dieses Geld nicht. Es ist angespart worden für Großprojekte, die inzwischen nicht mehr aktuell sind und deshalb können wir es den Bürgern ausschütten. Die Chance, Bürgermeister zu werden, ist durchaus 50-50. Ich gehe davon aus, in die Stichwahl zu kommen und dann schauen wir mal, was die Stichwahl bringt. Da gibt es ja natürlich nur einen Sieger und ich hoffe, dass ich das bin. Alles klar, danke schön. Also die Summe, die da genannt wird, ist natürlich so nicht richtig, denn wir benötigen richtig viel Geld in den nächsten Jahren, in den kommenden Jahren für Infrastruktureinrichtungen, für Straßenbau, für den Bau von Senioreneinrichtungen, für auch Kindergärten, zusätzliche Kindergartenplätze. Man kann also nicht sagen, dass das Geld, das jetzt wir als Barbestand ausweisen, dass das das Geld ist, für das man verfügen kann, kann es verteilen. Das ist kompletter Unsinn. Also das sind ganz, ganz große Summen, im Grunde schon gebunden für Maßnahmen. Ich denke auch an die Stadthalle zum Beispiel, die ja irgendwann kommen muss. Und deshalb ist das so einfach nicht richtig. Also es geht, ich finde es politisch einfach nicht in Ordnung. Es ist Populismus und es ist auch unseriös. Also ist das? Also ich denke, ich habe 12 Jahre seriöse Arbeit hier gemacht und das sehen die Bürgerinnen und Bürger auch. Der Stadt geht es gut. Wir können uns vieles leisten, was sich andere nicht leisten können. Wir sind im sozialen Bereich richtig gut. Wir haben entsprechend viele Kindergartenplätze. Wir haben ein super Betreuungsangebot. Es gibt ein Hallenbad, es gibt ein Freibad. Es gibt all die Dinge, die sich andere möglicherweise wünschen. Und ich glaube schon, dass die Bürgerinnen und Bürger das schon unterscheiden können und auch schon wissen, wie das zustande gekommen ist. Und deshalb bin ich da auch ganz optimistisch, dass ich auch bei dieser Wahl trotz dieses Angebotes des Gegners eine Chance habe. Gut, da könnten jetzt in einen Wettbewerb eintreten, das ist richtig. Können Sie sagen, ich biete aber 7.200, der andere sagt 7.3. Ich sage dann, ich habe es nochmal durchgerechnet, ich biete dann 7.363 oder so irgendwas. Nee, also ich finde, das ist unseriös. Das sollte man nicht tun und ich glaube, die Menschen können das schon sehr gut einschätzen. Das ist Bestechungsgeld, reines Bestechungsgeld. Ich würde es trotzdem nicht tun. Es gibt einfach Dinge, die sind für Geld nicht käuflich. Und dazu gehört auch meine Meinung. Ich muss jemanden bezahlen, dass sie gewählt wird. Das ist nicht ein. Ich wähle jemanden, wenn ich mal richtig denke, dass der was tut. Ist das meine Meinung? Weiß ich nicht. Aber nur, dass ich mich bezahle, dass sie mich wählen, das ist nicht in Ordnung. Finde ich. Ja, also wer wäre nicht begeistert, noch Geld zu bekommen, ja. Skeptisch dahingehend, wie weit das auch wirklich realisierbar ist, aber ansonsten natürlich schon begeistert. Ja. Wir sind im Haushalt 4 Leute, also würde sich das auf jeden Fall rentieren. Ne? Ja. Der Name ist Altenheim, Pflegeheim, Kranken oder sonst irgendwas.
Man sollte eigentlich auch die Kinder und alles mehr unterstützen. Was habe ich von 7.000 Euro? Ein Bürgermeister kann nicht alleine entscheiden, ob er Geld aus der Gemeindekasse an die Bürger ausschüttet, sondern er braucht dafür Beschlüsse des Stadtrates, er braucht dafür eine Satzung, bestimmte Regularien. Wenn diese Regularien alle gegeben sind, kann er das möglicherweise machen. Ob er dann auf kommunalrechtlicher Ebene im Anschluss daran nochmal Ärger kriegt, ist eine andere Geschichte. Also Rückerstattung von Geldern aus der Staatskasse sind sicherlich in einem solchen Fall ein Wahlversprechen, um Stimmen zu fangen. Es ist möglicherweise zulässig, es könnte mit gewissen Hürden auch möglich sein, aber es ist keine Affäre von Tagen oder Wochen, sondern das wird mehrere Monate in Anspruch nehmen und es ist auch längst nicht geklärt, welcher Bürger zu welchem Zeitpunkt dann überhaupt Geld kriegt. Aber der Teufel steckt im Detail. Er muss ja dann in einer Satzung regeln, welche Bürger kriegen zu welchem Zeitpunkt das Geld, auch Zugezogene, auch Leute, die gerade weggezogen sind. Und es ist auch ein Gebot der Fairness, denn diese Abgaben wurden ja über Jahre von den Bürgern erbracht. Und es wäre unfair, einem frisch Zugezogenen diese Erstattung dann zu gewähren. Also das Geld stammt vermutlich aus Abgaben, aus Steuern, aus Umlagen. Dann wäre es die Frage, muss nicht die Gemeinde erst einmal die Abgaben für Kanal, für Grundsteuer senken, bevor sie solche Ausschüttungen macht? Und die zweite Frage ist, wenn es aus Gewerbesteuern stammt, unterläuft die Stadt nicht die Gewerbesteuerregularien, die mit dem Land, mit dem Bund bestehen? Bürgerdividende hört sich einfach an, ist aber im Endeffekt viel komplizierter. Es bedarf einer Menge juristischer Regelungen und auch steuerrechtlicher Regelungen, damit nicht im Nachhinein die Gemeinde darunter leidet, dass jetzt in einem Moment Geld ausgeschüttet wird, was dann zwei Jahre später gekappt wird. Bargeldgeschenke im Wahlkampf kennen wir eigentlich aus Italien. In Deutschland wäre mir das neu. Es ist möglicherweise rechtlich zulässig. Es könnte aber sein, dass im Nachhinein steuerrechtliche und umlagerechtliche Probleme kommen, wenn nämlich Bürger, die sich geprellt fühlen, ihr Geld zurückverlangen. Oder wenn das Land, das Gewerbesteuern umlegt, diese wieder zurückfordert. Und los. Kniff des Kreuzes. Machst du schnell?